Hi, mein Name ist Daniel Worrings, ich bin 34 Jahre alt. Ich arbeite als Projektleiter für die Kinder- und Jugendkampagne Heiße Zeiten, Nimm die Zukunft in die Hand, das eine Weltnetz NRW. Mir ist es besonders wichtig, dass Jugendliche und junge Menschen sich als politische Akteure wahrnehmen lernen. Darum planen wir viele unserer Maßnahmen direkt partizipativ, um tatsächlich herauszufinden, welches sind denn die spannenden und brisanten Themen. Aus diesem Grund haben wir in diesem Jahr zum Beispiel den NRW-weiten Aktionstag zum Thema Klamotten veranstaltet. Wie ist eigentlich genau der Zusammenhang zwischen Klamotten, Klimawandel und unserem Konsum? Ich habe hier Baumwolle mitgebracht, denn damit geht es meistens los. Wo wird die angebaut? Sind die Arbeitsbedingungen eigentlich fair? Wir wollen aber auch natürlich Handlungsoptionen aufzeigen und auch selbst erfinden. Und zwar einmal, wo gibt es überhaupt fair gehandelte Klamotten? Wie erkenne ich die? Gibt es auch klimafreundliche Klamotten? Ganz hoch im Kurs stehen zum Beispiel auch gerade die Klamottentauschbörsen, die NRW-weit stattfinden und mittlerweile von vielen Gruppen auch selbstständig durchgeführt werden. Es ist toll, dazu beizutragen, dass sich junge Menschen für eine global gerechte Welt engagieren und sie dabei zu unterstützen. Hierin liegt die Zukunft.